Herzlich willkommen. Dies ist die erste richtige Vorlesungseinheit zum ersten Tag der Online-Vorlesung Römisches Privatrecht. Ich hatte ja schon zwei Videos eingestellt, eine kleine Werbung und ein Video mit etwas Hintergrund zur Rechtsgeschichte im Ganzen. Jetzt geht es richtig los. Die erste Einheit habe ich unter den Titel gestellt, der Kampf ums Recht. Diesen Titel habe ich entlehnt bei dem berühmten Juristen Rudolf von Jehring, der im Jahr 1872 einen Vortrag unter diesem Titel gehalten hat. In dem Vortrag geht es unter anderem darum, dass das Recht erst dann wirklich existent wird, wenn es sich im Prozess verwirklicht, wenn man es durchsetzt. Das ist eine Sichtweise, die schon die alten Römer hatten, dass es kein Recht gibt, wenn es sich nicht im Prozess verwirklichen lässt. Bei den Römern spricht man vom aktionenrechtlichen Denken. Actio oder Actio ist das römische Wort für die Klage. Aktionenrechtliches Denken bedeutet Denken in Klagen. Das heißt, ein Anspruch, ein Privatrecht ist da, wo man mit Erfolg klagen kann. Letztlich ist das noch heute so, aber wir lernen im Studium von Anfang an zu unterscheiden zwischen materiellem Recht und Prozessrecht. Für die Römer ist das letztlich eins. Es gibt ein materielles Recht genau da, wo man es in einem Zivilprozess durchsetzen kann. Und deswegen lässt sich das Privatrecht bei den Römern gar nicht vom Prozessrecht trennen. Und darum ist es nötig, ganz am Anfang der Vorlesung römisches Privatrecht über das römische Prozessrecht zu sprechen, darüber, wie man sein Recht wirklich durchsetzte, wie in Rom der Kampf ums Recht geführt wurde. Und das ist Thema dieser ersten Einheit. Es gibt dabei eigentlich zwei Punkte, die Sie vor allem sich merken müssen für die kommenden Einheiten. Das erste, der römische Prozess führt immer zu einer Verurteilung auf Geld. Das hat Auswirkungen im materiellen Recht, über die wir noch viel sprechen werden. Am Ende jedes Zivilprozesses, wenn der Kläger gewinnt, steht ein Urteil auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme. Und der zweite Punkt, der Prozess ist zweigeteilt. Bei uns gibt es einen Richter, der die Verhandlung vom Anfang bis zum Ende führt. Bei den alten Römern beginnt der Prozess vor dem römischen Gerichtsmagistrat. Das ist der Prätor, einer der hohen Beamten der Römischen Republik. Der Prätor spricht aber am Ende nicht das Urteil, sondern er verweist jeden Zivilprozess an einen Richter, das ist eine Privatperson, kein Amtsträger, der für diesen einen Prozess zum Richter ernannt wird. Auch das hat weitreichende Folgen für die Struktur des römischen Privatrechts. Wie es zu diesen beiden Besonderheiten kommt im klassischen römischen Zivilprozess, darüber sprechen wir heute. Ehe wir uns diesen Besonderheiten des römischen Zivilprozesses in der Klassik näher widmen, muss ich noch einen Punkt klarstellen. Sie sehen hier nochmal so eine kleine Zeiteinteilung in die vorklassische Zeit, die klassische Zeit, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, und dann die Nachklassik. Ich hatte bislang vom Zivilprozess in der klassischen Zeit gesprochen. Das ist nicht ganz so einfach. Es gab insgesamt in der römischen Rechtsentwicklung drei Formen des Zivilprozesses, die zeitlich aufeinander folgten, sich aber auch überlappten. Die älteste Form bezeichnet man als den sogenannten Leges Actionen-Prozess. Der war davon geprägt, dass er nur für ganz bestimmte Fälle ein Verfahren vorsah, bei dem die Parteien, Kläger und Beklagter, genau vorgeschriebene Sätze formelhaft aufsagen mussten, sonst war der Prozess verloren. Er wurde deswegen schon sehr früh, diese Prozessform, durch eine flexiblere Form des Prozesses abgelöst. Das ist der Prozess, über den wir uns hauptsächlich unterhalten werden. Der heißt Formularprozess. Warum? Das werden wir noch besprechen. Wir haben gerade gesehen, auch bei den Leges Actionen spielten Formeln eine Rolle, aber eine andere Art von Formeln. Jetzt also kommt der Formularprozess. Das war die in der klassischen
Zeit ab 27 vor Christus dominierende Form des Zivilprozesses. Es gab aber Nischen, in denen weiter die ältere Prozessform praktiziert wurde. Und es gab schon in der klassischen Zeit Ansätze zu einem neuen Vorgehen, zu einer neuen Art des Prozessierens, dem sogenannten Kognitionsprozess, der dann nach 235 nach Christus die dominierende Form des Prozesses wurde. Also wir haben drei zeitlich aufeinander abfolgende Arten des Zivilprozesses mit unterschiedlichen Verfahrensregeln. Die wurden jeweils entwickelt, um Schwierigkeiten in der Praxis mit dem bis dahin geübten Prozessrecht zu überwinden, wurden also nicht gesetzlich eingeführt, sondern meistens erst per Gesetz anerkannt, als es sie schon lange gab. Das war beim Formularprozess so, der hat allmählich die Legisaktionen verdrängt, es gab sie noch in manchen Bereichen, und wurde dann seinerseits von der Kognition verdrängt. Zur Kognition nur so viel, das ist ein Prozess, der den modernen Zivilprozess viel ähnlicher sieht als der Formularprozess. Da gibt es einen Richter wie heute, der das Verfahren von A bis Z führt. Es gibt also diese Zweiteilung nicht. Es gibt übrigens auch die Beschränkung auf Geld als Gegenstand des Urteils nicht. Warum können wir uns da nicht mit dem Kognitionsprozess beschäftigen? Das wäre viel einfacher. Da würde man direkt was lernen für den modernen Zivilprozess. Das Problem ist, die Römer haben eben Prozessrecht und materielles Recht nicht geschieden und sie haben in der klassischen Zeit, auch als der Kognitionsprozess immer mehr Raum gewann, ihr Denken am Formularprozess und seinen Eigenheiten mit dieser Zweiteilung orientiert. Deswegen müssen wir uns mit dieser Besonderheit des römischen Rechts jetzt gleich zu Anfang befassen. Prozessuales Denken, aktionenrechtliches Denken sind die Stichworte. Also, werfen wir einen genaueren Blick auf den Formularprozess. Wir hatten schon gelernt, dass der alt ist. Er fängt an vor dem Gerichtsmagistrat in Rom vor dem Prätor. Der sitzt in Rom wahrscheinlich auf dem Forum Romanum auf so einem Tribunal, wie Sie es hier sehen können, auf seinem besonderen Amtsstuhl. Und Parteien können vor ihn treten mit ihren Rechtshändeln, so wie die zwei, die Sie hier sehen. Man nennt das auch die Phase in jure, weil jus bei den Römern nicht nur das Wort für das Recht ist, sondern auch für die Stätte, wo Recht gesprochen wird, wo eben der Gerichtsmagistrat sitzt. Also die erste Phase des Prozesses in jure vor dem Gerichtsmagistrat. Da können die Parteien ihr Anliegen vorbringen. Der Kläger kann sagen, was er will, warum er meint, dass er einen Anspruch, eine Klage gegen den anderen hat. Kann sich zur Wehr setzen, kann sagen, er hat Einwendungen, eine Einrede. Und dann wird der Magistrat eben nicht das Urteil sprechen, sondern nur überlegen, ob die Angelegenheit es überhaupt verdient, in einem Verfahren aufgeklärt zu werden. Und wenn das der Fall ist, wird er die Klärung des Sachverhalts einem von ihm ernannten Richter überlassen. Den Parteien kein Urteil geben, sondern nur das weitere Verfahren zulassen. Er wird einen Richter einsetzen und das ist wichtig, das sieht man auf dem Bild nicht, er wird dem Richter eine schriftliche Anweisung mitgeben, wie der Richter die Sache zu behandeln hat. Also wann er den Beklagten zu verurteilen hat, was für Fakten er aufklären muss und wann er andererseits den Kläger mit seiner Klage abweisen muss. Die erste Phase des Verfahrens ist vorbei, aber es geht jetzt erst richtig los, indem die Parteien nun zu dem Richter, den ihnen der Prätor gegeben hat, das ist kein Amtsträger, sondern ein anderer Bürger, und dem sagen, wir haben hier eine Klageformel, sprich uns das Urteil. Das Verfahren findet jetzt auch nicht mehr auf dem Forum bei dem Tribunal des Prätors statt, sondern da, wo es den Parteien genehm ist. Das kann in einem Privathaus sein, an einem öffentlichen Platz. Das liegt jetzt bei diesen dreien, bei den beiden Parteien und dem Richter. Diese zweite Phase, in der die Sache erst entschieden wird und an deren Ende dann das Urteil durch den Richter steht, nennt man auch die Phase apud judicem, beim Richter. Zusammengefasst oder nochmal etwas schematisch dargestellt, läuft das Verfahren also so ab. Es fängt an damit, dass der Kläger den Beklagten vorlädt. Das muss er selber tun, mündlich. Er muss ihn auffordern, mitzukommen. Es wird nicht amtlich zugestellt. Wenn er es schafft, den Beklagten zum
Gerichtsort in Jure zu bringen. Dann kommt es dort eben zu der Verhandlung vor dem Magistrat, an deren Ende steht die Erteilung dieser Anweisung. Das ist die Formula, nach der das ganze Formularprozess heißt, und die Ernennung eines Richters. Man nennt diesen Schlusspunkt des ersten Verfahrensteils auch Streitbezeugung, litis contestatio. Das ist ein wichtiger Wendepunkt im Verfahren. Danach geht es eben weiter vor dem Privatrichter apud judicem, wo nun die Fakten aufgeklärt werden, Zeugen gehört werden, die Argumente der Parteien gehört werden und schließlich ein Urteil gesprochen wird. Soweit der erste Überblick über das Verfahren. Nochmal ganz wichtig und immer wieder wird uns das beschäftigen, diese Zweiteilung und vor allem die Formel, die dem Richter mit auf den Weg gegeben wird, weil eben der Gerichtsmagistrat nicht selbst entscheidet, sondern die Sache aus der Hand gibt. Schauen wir noch darauf, wer nun für dieses Verfahren zuständig ist. Ich habe immer vom Gerichtsmagistrat gesprochen. In Rom ist das der Prätor, genau genommen einer der beiden Prätoren. Es gibt einen Prätor Urbanus, Stadtprätor, der ist für Verfahren, an denen nur römische Bürger beteiligt sind, zuständig und dann noch einen sogenannten Fremdenprätor. Der ist dann zuständig, wenn eine oder beide Parteien keine römischen Bürger sind. Das ist im Römischen Reich recht häufig, denn die Römer sind ziemlich geizig mit ihrem Bürgerrecht. Nicht alle, die im Römischen Reich Untertanen geworden sind, bekommen auch das Bürgerrecht. Es gibt also viele Nichtbürger, auch die ziehen vor die römischen Gerichte. Also in Rom ist es der Prätor, in der Republik war das der zweithöchste Beamte. Im Kaiserreich gibt es diesen Beamten weiterhin. Er hat aber weniger zu sagen als früher, er behält aber seine Stellung im Gerichtsprozess. In den Provinzen, also in dem riesigen Rest des Reiches, da ist der Prätor in Rom schlecht erreichbar. Da gibt es den Provinzstatthalter, der alle Funktionen der Obrigkeit wahrnimmt, auch die des Gerichtsmagistrats. Außerdem gibt es sowas wie kommunale Selbstverwaltung. Es gibt also unterhalb der Ebene des Statthalters Gemeinden mit einer gewissen Selbstständigkeit. Dort ist der Bürgermeister, einer der beiden Bürgermeister, deswegen duo viri, zwei Männer, eben zuständig für die Verhandlung von Gerichtsfällen. Am Ende nochmal steht die Einsetzung eines Privatrichters und die Erteilung von Anweisungen, nach denen der das Verfahren weiter behandeln soll. Man nennt das eben die litis contestatio. Der Punkt, der damit erreicht ist, wenn diese erste Phase zu Ende ist, entspricht übrigens dem, was im modernen Zivilprozessrecht die Rechtshängigkeit heißt. Daran knüpfen sich damals wie heute viele Folgen. Heute ist die Rechtshängigkeit schon erreicht, wenn die Klageschrift dem Beklagten vom Gericht zugestellt wird. Im alten Rom musste man eben schon die erste Verfahrensphase vor dem Prätor überstanden haben. In der zweiten Phase nimmt eben der Richter, der Privatmann, dem Magistrat die Arbeit ab. Sonst könnte ja ein Prätor oder zwei Prätoren für die Riesenstadt Rom und die Provinzstatthalter für ihre großen Provinzen gar nicht das Gerichtswesen alleine leiten. Der Prätor behält trotzdem massiven Einfluss aufs Verfahren, eben zum einen, weil er es schon gar nicht zu einem Verfahren vor dem Richter kommen lassen kann und zum anderen, weil er eben diese Klageformel mitgibt, in der der Richter präzise Antworten, Anweisungen bekommt, wann er verurteilt und wann er freispricht. Es ist also nicht so, dass der Magistrat nichts zu sagen hat. Er lenkt und steuert das Verfahren, aber er gibt eben einen Teil der Arbeit aus der Hand. So viel zur Bedeutung des ersten wichtigen Charakteristikums des römischen Zivilprozesses, dieser Zweiteilung. Sie führt eben dazu, dass in der Klageformel die Voraussetzungen für eine Verurteilung festgehalten werden. Die Klageformel, könnte man sagen, ist sowas wie bei uns im BGB die Anspruchsgrundlage. Sie sagen dem Richter, unter welchen Voraussetzungen er verurteilen darf, unter welchen er freispricht, wann also der Anspruch gegeben ist und wann nicht. Deswegen hat sie so eine zentrale Bedeutung. Sie ist der Urahn unserer Anspruchsgrundlagen und das Denken der Römer in Aktionen ist der Ursprung unseres Denkens in Ansprüchen, das uns vom Erstsemester an eingeimpft wird.
Der zweite Punkt, den ich am Anfang besonders hervorgehoben hatte, muss nicht so ausführlich erklärt werden, ist die sogenannte Geldkondemnation, das heißt der Grundsatz, dass das Urteil immer auf einen Geldbetrag geht. Das hängt einfach damit zusammen, dass das römische Zwangsvollstreckungsrecht viel einfacher gestrickt ist als unseres und nur die Möglichkeit gibt, zwangsweise einen Anspruch auf Geld durchzusetzen. Der letzte Sinn des Gerichtsurteils ist ja, dass man hinterher mit staatlicher Hilfe sein Recht zwangsweise durchsetzen kann, mit dem Gerichtsvollzieher oder mit sonstigen Formen staatlicher Unterstützung, staatlicher Gewalt. Das geht in Rom nur für ein Urteil auf Geld und deswegen haben eben andere Urteile keinen Sinn. Deswegen enthält die Anweisung an den Richter, die Klageformel, wenn immer der Kläger etwas anderes haben will als Geld, eine Anweisung zur Umrechnung. Wenn also der Kläger zum Beispiel sagt, man hat mich bestohlen oder eine Sache, die mir gehört, ist im Besitz des Beklagten, dann sagt der Richter, lieber Richter, verurteile den Beklagten, wenn alles so ist, wie es der Kläger sagt, aber verurteile ihn nicht zur Herausgabe der Sache, das geht ja nicht, sondern verurteile ihn dazu, wie viel diese Sache wert ist. Grundsatz der Geldkondemnation kommt immer in dieser Klageformel zum Ausdruck, ist bedingt durch die Eigenarten des römischen Prozessrechts, vor allem in diesem Fall des Zwangsvollstreckungsrechts. Damit sind wir schon am Schluss dieses Foliensatzes, aber es geht ja nicht nur darum, dass Sie ein bisschen fernsehen können und sich anschauen können, wie sich meine Quarantänefrisur entwickelt und ob meine Folien hübsch sind, sondern dass Sie mitmachen. Deswegen bitte ich Sie dringlich, mir erstens alle Fragen, die Sie haben, zu schicken, aber auch sich diese Wiederholungsaufgabe anzusehen. Sie sehen hier einen Quellentext, den ersten, den wir lesen werden. Es ist der Text zu einer Klageformel, genauer einer Musterformel mit Musternamen. Bernd Beklagter, Karl Kläger, lateinischen Numerius Nigidius, Aulus Agerius, Musternamen, für die natürlich im konkreten Fall die richtigen Namen eingesetzt werden. Schauen Sie sich diesen Text mal an. Dazu habe ich ein paar Aussagen formuliert und Sie möchten sich bitte überlegen, was richtig und falsch ist. Wie auch nachher in der Klausur ist Google erlaubt. Nicht alles, was man dazu wissen muss, habe ich schon Ihnen erzählt. Manches müssen Sie selbst herausfinden, zum Beispiel, was für ein Buch dieses Anfängerlehrbuch des Gaius eigentlich ist. Wenn Sie den Text gelesen haben, sich überlegt haben, was der uns sagen will, was der Richter demnach zu tun hat, dann können Sie sicherlich leicht Fragen beantworten. Ich werde sie auch auf StudIP noch als Fragebogen einrichten. Also überlegen Sie sich, ob diese Aussagen, a, der Text stammt aus der Zeit Justinians des I., b, nach römischem Recht war die Haftung des Verwahrers strenger als nach dem BGB, dort wären das Paragraphen 688 folgende, c, der Text stammt aus der klassischen Epoche des römischen Rechts und d, der Text lässt den Grundsatz der Geldkondemnation erkennen. Überlegen Sie sich, ob diese Aussagen richtig sind. Ja, damit sind wir schon am Ende dieser ersten richtigen Vorlesungseinheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Für heute vielen Dank.